Es geht um die, ja, wie soll ich sagen? Die WM in Katar. Ich würde sagen, oder? Die letzten 10 Tage. die WM in Katar und vor allem die Reaktion auf sowohl das Spiel als auch das Gewinnen und das Verlieren der marokkanischen Mannschaft. Und der marokkanischen Fans, vergiss das nicht. Und natürlich der marokkanischen Fans, genau. Zoomen wir vielleicht mal ein bisschen raus. Dieser rassistischen Doppelstandards, den kennt ihr ja auch, wir hatten ja sogar schon mal darüber gesprochen, nämlich immer dieses Beklagen über die Katari-Baustellenopfer. Und da habe ich einfach mal eine interessante Neuigkeit bekommen von einem Kollegen. Und die share ich jetzt einfach mal hier. Und zwar in diesem kleinen Junge Welt, ja, Paragraphen eigentlich. Da ist er, genau. Wird darüber berichtet, das ist vom 7.12.22, da berichtet die IG Bau zehntausende Arbeitsunfälle auf deutschen Baustellen. Und rein statistisch, sagt einer von denen dann, rein statistisch ist bis August alle 4 Tage ein Bauarbeiter ums Leben gekommen, erklärte IG Bau-Bundesvorstand Carsten Burkhardt. Einfach nur mal, um das Ganze so ein bisschen in Dimension zu packen, natürlich in Katar ist natürlich auch einiges an Scheiße passiert. Die Frage ist, wie viel wurde über diesen Fakt hier eigentlich berichtet? Haben wir davon irgendwas gehört? Ich nicht, wenn ich diesen Artikel nicht zugeschickt bekommen hätte. Was passiert eigentlich, wenn Marokko gewinnt? Naja, da drehen dann Fans irgendwo durch. Das ist dann tatsächlich so gewesen. Ah, vielleicht machen wir noch nicht die Fans. Ich mache noch mal was anderes. Relativ leicht, das ist auch immer eine Sache, über die wir uns früher so aufgeregt haben, wenn das passiert ist, aber passiert immer noch. Die Zeit Online berichtet nach einem der Siege, ich hab die Spiele nicht verfolgt, ich habe keine Ahnung, wer gegen wen gewonnen hat und so weiter, insofern keine Ahnung. Ja. Aber wie gesagt, nach einem der Spiele berichtet die Zeit Online hier, und ich lese jetzt nur diesen kleinen Paragraphen vor, der das einleitet. Kamerun war 1990 nah dran am Halbfinale, scheiterte an England und Gary Lineker. Ghana war 2010 kurz davor, Uruguay im Viertelfinale zu besiegen. Es ist aber kein Zufall, dass es Marokko als erste Nation Afrikas unter die letzten 4 der Welt schafft. Es ist das europäischste Land des Kontinents. What the fuck? Das ist nicht ausgedacht. Ja, also das ist krass, oder? Da wird dann natürlich erstmal schön der Sieg kooptet. Ja, kann man machen, wa? Weil wir ihnen Kultur gebracht haben. Ja, das ist das europäische Land. Sie haben die Aquädukte und so weiter und genau, Krankenhäuser. Den Frieden. Halt die Klappe! Ja, und dann gab's natürlich was Trauriges. Dann haben die Fans dann irgendwie randaliert. Und dann, vor allem in Belgien, dann kam irgendwie... Ja, gestern auch. Gab's einen Twitter-Tag. Ja, gestern natürlich haben sie verloren. Aber ich rede jetzt von dem Ding vor so einer Woche ungefähr. Ich zeige jetzt nicht die ganzen Videos, das habt ihr bestimmt gesehen, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid. Wenn nicht, herzlichen Glückwunsch, seid nicht auf Twitter unterwegs. Aber wenn ihr da unterwegs wart, Riesenrandale in Belgien, Riesenaufgebot von der Polizei, die feierten mit Elan, würde ich sagen. Nein, und natürlich in Deutschland Großpanik. David, ich habe jetzt nur mal einen so einen Tweet mir rausgesucht hier, David Klein. Wer immer das auch ist, das ist, glaube ich, niemand besonders Wichtiges. Man darf sich nicht vorstellen, was passiert wäre, hätte Marokko gegen Belgien verloren. Oh mein Gott, ja, dann wäre wahrscheinlich die Marokkaner noch krasser durchgedreht. Was sagt Ahmad Mansour? Oh. Unser wunderbarster Mensch. Ganz wunderbarer Mensch. Ahmad Mansour sagt, Belgien heute Abend, vielleicht wäre jetzt eine Debatte über Hashtag Integration angebracht. Hashtag Operation Allah. Operation Allah, um das zu wissen, ist natürlich das wunderbare, fantastische Buch von Dr. Ahmad Mansour. Eines der besten Bücher, die je geschrieben wurden. Wunderbar, wunderbar. Von einem wunderbaren Menschen. Von einem fantastischen Menschen, ja, auf jeden Fall. So. Ist auch frisch rausgekommen, deswegen, er macht auch garantiert keine Werbung für sein Drecksbuch. Und natürlich schwingt sich dann auch die AfD und etwaige Reaktionäre und Rechte und Islamophobe schwingt sich da natürlich auch drauf. Martin Hess, AfD, wer keine solchen Verhältnisse haben will, muss den Hashtag Extremismus bekämpfen, der die Folge einer gescheiterten Migrationspolitik ist. Sach statt Geldleistung, Hashtag Grenzschutz und Remigration integrationsunwilliger Personen ist jetzt das Gebot der Stunde.
Hashtag Belgien, Hashtag Katar, Hashtag Marokko. Nun, einen Tag später, interessant, also wirklich, ich glaube, es war wirklich sogar der gleiche Tag, als diese, oder nee, einen Tag später hat in Deutschland gespielt, in Deutschland hat gegen irgendwen verloren. Und dann gab es da so eine Szene, wo irgendwie Leute im Publikum Poster hatten von Özil, Mehmet Özil. Mehmet Özil? Nein. Das ist auch nicht. Ach, Özil, auf jeden Fall. Mesut, so sagen wir, genau. Okay, und genau, das share ich jetzt auch. Dann sieht man natürlich mal einfach, ja, wie deutsche Fans sich auch mal so verhalten können. Einfach nur mal so als Parallele vielleicht. Gab es nicht auch ein super geiles Video von so englischen Fans, die alles kurz und klein gehackt haben? Na, das Geile ist, also anscheinend ist es so, dass diese Fans in Katar, die mit einem anderen Team halt unterwegs waren, Özil-Bilder den deutschen Verlierern entgegengehalten haben und gesagt haben, so von wegen, ja, wenn ihr den gehabt hättet noch, dann hättet ihr gewonnen, der einzige Türke und so weiter. Und die Deutschen haben sich, hat das natürlich voll aufgeregt. Fuck you, Taliban, fuck you, sagt der Deutsche zu den Arabern, die Mesut Özil betrunken. Der Typ schlägt mit einer Flagge nach den Leuten. Der Typ schreit den Typ mit dem Poster. Ja, Auseinandersetzung gab es dann auch. Dann will er das Poster klauen, der Typ. Ja. Naja, auch darüber wurde dann nicht so viel berichtet, dass Deutsche irgendwie randaliert hätten. Ich habe auch noch so ein paar andere Videos gesehen von irgendwelchen Ferienlandschaften, wo dann auch randaliert wurde, aber das ist natürlich dann auch alles nicht so wichtig. Naja, aber dann kam natürlich der Hammer. Dann hat sich die marokkanische Mannschaft nach dem letzten Sieg, gegen wen war das? Gegen wen haben die da gewonnen? Im Viertelfinale? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass die gestern gegen Frankreich verloren haben. Ach man, hätte ich mal nachgucken müssen. Ne? Naja, auf jeden Fall haben sie sich dann da hingesetzt und wollten so ein Gruppenfoto machen, so wie man das nach den Spielen macht. Und halten so eine Palästina-Flagge dann hoch. Ne? Das Bild ist ja dann auch durch die Medien gegangen und natürlich auch durch die deutschen Medien, die maximal hysterisch geworden sind. Und das linkeste Magazin, die linkste Zeitschrift, die wir so haben, sag ich mal, oder Zeitung, das ist natürlich hochironisch gemeint, die Taz kommt dann raus mit diesem genialen Artikel hier. Orchestrierte Israel-Feindschaft. Marokko liegt nicht in Palästina. Die Taz ist sowieso die beste aller Zeitungen geworden in den letzten Jahren. Beste. Wunderbar. Aber das ist so krass, weißt du, die sehen eine Palästina-Fahne und kriegen so hart Arschwasser schon wieder. Es ist unfassbar. Ja, genau. Wer im Außenseiter Marokko muss man einfach mögen. Oder etwa nicht. dass der Freude eine antisemitische Note beigemischt wird, macht die Sache schwierig. Mhm. Ja, da einfach die Palästina-Flagge zu zeigen oder überhaupt Solidarität mit Palästina auszusprechen, von einem Land, was schon seit Jahrzehnten in engem Kontakt mit palästinensischen Aktivisten ist und sich da auch immer, so, also zumindest die Bürger, sich da solidarisch ausdrücken. Der Staat übrigens überhaupt nicht. Insofern ist das auch ein Statement gegen ihre eigene Regierung. Kommt das, und natürlich löst das einen riesen Shitstorm aus. Und ein, zwei Tage später, vor allem im Englischen, weil das ist ja die Weltmeisterschaft, da gucken ja jetzt alle Leute drauf, was passiert und wer was berichtet. Und im englischen Nachrichtenraum wird Deutschland halt völlig verrissen. Nicht nur wegen dieser Reaktion, es gab natürlich auch so Nachrichtensprecher, die dann auch irgendwas dazu gesagt hatten. Und einen Tag später, oder ein bisschen mehr als einen Tag später, zwei Tage vielleicht, kommt dann die Taz mit einem kleinen Kommentar hinterher, um das noch so ein bisschen gerade zu rücken. Und zwar heißt dieser Artikel dann, und der ist nicht mal ganz so schlecht, ja. Palästina-Flaggen bei der WM in Katar. Solidarität ist legitim. Es ist falsch, Marokkos Nationalelf für das Zeigen der Flagge Antisemitismus anzudichten. Die PalästinenserInnen haben Solidarität verdient. Sagt, wer ist das hier? Ich habe den Namen vergessen, der steht auf der rechten Seite meistens. Ja, Janis Hagmann. Okay. Insgesamt 5 kleine Absätze hier, wo er das ein bisschen verteidigt. Also da musste die Taz auch nochmal ein bisschen zurückrudern. Das fand ich auch ganz amüsant, dass das dann nochmal passiert ist. Aber hey, wir sind immer noch nicht fertig. Es geht immer noch weiter. Jetzt kann ich die richtig geilen sagen. Also übrigens, eine Sache will ich sagen. An demselben Tag,
an demselben Tag, an dem diese Palästina-Flagge hochgehalten wurde, in derselben Nacht, kurz danach, wurde in Israel, in der Westbank, nicht in Israel, sorry, in der Westbank, ein 16-jähriges Mädchen, als sie auf der Suche nach der Katze war, die in ihrem Haus wohnt, auf das Dach hochgegangen ist, mit 7 Schüssen durchsiebt und niedergestreckt. Ein 16-jähriges Kind von einem Sniper auf einem Wachturm, der sich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen dafür entschuldigt hat und gesagt hat, oh ja, das war ein Versehen. 7 Schüsse. 7 Treffer. Ja. Keine einzige Nachricht dazu. Die Palästina-Flagge, das war auf allen Titelseiten. Aber die Nachricht darüber zum Beispiel, dass insgesamt dieses Jahr schon über 50 Kinder in der Westbank alleine getötet wurden und damit das quasi das tödlichste Jahr für Kinder in über 15 Jahren, und das ist ja eine kriegsgebeutete Region dort ist. Ja, in über 15 Jahren sind noch nie so viele Kinder gestorben, wie nur in diesem Jahr allein. Über 200 tote Palästinenser und das ohne, dass Israel eine große Militäroperation dieses Jahr startet. Nicht so wie letztes Jahr. 200, das machen die in 200 Tagen normalerweise, kein Problem. Aber dieses Jahr war es ja dann ein bisschen ruhiger. Darüber wird nicht geredet. Aber wenn die Leute Flaggen hochhalten und sagen, Viva Palästina oder Free Palestine, ja, das ist natürlich, da muss Deutschland sich, muss Deutschland aufbegehren. Jetzt kommen wir zu der Islamic State Sache. Weil dann sind die Marokko-Typen gewinnen, glaube ich, das Spiel, ja, war das gegen Belgien dann, das Halbfinalspiel, und dann sitzen so 3 solche Typen da. Ich kann das auch einfach mal zeigen. Kann ich das zeigen? Auf jeden Fall gibt es da ein so ein Foto, wie die 3 Typen auf der Bank sitzen und da wird ein Foto von denen gemacht, das sind die Gewinner, ne, nach dem Spiel, und die lächeln in die Kamera und machen so, ja, also Finger nach oben. Naja, jetzt kommt natürlich die Welt zum Beispiel, aber natürlich auch noch viele, viele andere, und bringen mal folgenden Bericht. Hören wir uns das mal an. Foto der marokkanischen Fußballnationalmannschaft sorgt unterdessen für Irritation. Auf dem Bild posieren nämlich 3 Spieler mit der marokkanischen Fahne, winkeln ihre Arme an und strecken ihren rechten Zeigefinger nach oben. Das ist ein Gruß, den sich auch der sogenannte Islamische Staat angeeignet hat. Die Kämpfer posieren mit der Geste häufig nach Eroberungen. Unklar ist, ob sich die WM-Spieler aus Marokko der Bedeutung der Geste bewusst waren. Bevor die Dschihadisten die Geste proklamierten, galt sie im Islam allgemein als Zeichen der Einheit. Marokko hat ja, wir haben drüber gesprochen, Samstag also als erste Nationalmannschaft vom afrikanischen Kontinent überhaupt das Halbfinale der WM. Ja, als Zeichen der Einheit, also im Endeffekt, es gibt nur einen Gott, ne? Das ist einer der, der Opening-Suren quasi des Koran, la ilaha illallah, es gibt nur einen Gott, ne? Und wenn man dieses, und in der islamischen Welt ist es tatsächlich so, dass dieses Zeichen ist schon sehr, sehr verbreitet. Das macht man normalerweise um einen, ja, es ist fast wie in Deutschland. Also wenn ich so reden würde, ja, dann betone ich das quasi, ja, und dann setze ich da quasi eine Autorität hinter. Und so ein bisschen ist das auch gedacht. Aber was ich gar nicht wusste, ist, dass Messi auch Moslem ist und zum islamischen Staat gehört. Aber das wissen wir jetzt anscheinend. Es gibt da zig Bilder. Und wir haben das jetzt auch, also wirklich, ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr fein nachrecherchiert. Ich habe hier mal nur ein Beispiel. Sogar beide Finger. Richtung Himmel. Alle beide. Doppelte, ja. Mitgliedschaft. Ja, ja, ja. Also das hat mich dann doch geschockt. Da muss man sich dann natürlich nochmal Gedanken machen, von wem man da eigentlich Fan ist. Das ist auch da das Geilste. Die Welt musste zurückrudern. Das fand ich schon dann auch lustig, dass jetzt hier eine Dame, die das gar nicht gesagt hat, den Scheiß, den der Typ da gerade verzapft hat, nochmal zurückrudern musste. Ich zeige euch das. Ein Foto von marokkanischen Nationalspielern nach dem WM-Viertelfinale berichtet, das im Netz für Irritationen gesorgt hat. Wir hatten fälschlicherweise dazu geschrieben, dass es sich hierbei um einen Gruß des IS handele. Tatsächlich hat sich der IS diesen Gruß aber nur angeeignet. Für diesen Fehler bitten wir aufrichtig um Entschuldigung. Es war selbstverständlich nicht unsere Absicht, religiöse Gefühle zu verletzen. Nein. Nein, nein, nicht die Absicht, religiöse Gefühle zu verletzen. Das ist, da bin ich ja beruhigt. Ja, und dann kommt, das ist jetzt der Höhepunkt, das war wirklich gestern und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, wir machen einen kurzen Senf drüber. Ich weiß, es geht jetzt schon länger, als ihr dachtet, aber. Und jetzt kommt der, wie gesagt, der Höhepunkt, nämlich unser allseits geliebter Ahmad Mansour. Nochmal. Meldet sich gestern zu Wort nach dem Sieg. In meinen Augen. Oh nein, er hat den
Er hat den Kommentar gelöscht, sehe ich gerade. Nein. Interessant. Naja, das macht ja nichts, weil... Du hast ein Bild. Screenshot. Natürlich einen Screenshot dazu. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit, um nochmal ein Stück zurückzuspringen. Mach das mal. Zu den randalierenden marokkanischen Fans. Sowas kennt man von deutschen Fans ja gar nicht. Nein, nein, wir haben keine Hooligan. Hab ich noch nie gesehen. Nee. Ich muss sagen, ich bin extrem froh, dass die WM im Winter ist und ich davon richtig, richtig wenig mitkriege. Ich finde es richtig gut. Meiner Meinung nach sollte das immer so sein. Ja. Ganz ehrlich, wäre ich nicht auf Twitter, hätte ich es nicht mitbekommen. Ohne ja, voll. Wie geil ist das? Ja, ich habe auch. Ich so habe auch nichts mitbekommen. Ah, ja. Entschuldige bitte, Fabian. So ein Name, der ja vielleicht oft vergessen wird, weil es ja schon so lange her ist, aber wer erinnert sich noch an die, was war das? WM auch 98 in Frankreich? Oh ja, mit den Polizisten, das waren doch deutsche Hooligans, die ja, 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 totgeschlagen haben mit Knüppeln. Nee, tot nicht. Schwerste Hirnverletzungen. Also ich glaube, tot, Koma und bleibende schwere Behinderung. Tot war er dann, Gott sei Dank. Aber das waren ja keine Moslems. Das ist ja noch was anderes. Anyway, hier ist Ahmed Mansour. So, jetzt sein Tweet. Und ich lese das jetzt mal vor. Ahmed Mansour schert ein Bild von einem der Spieler, wie seine Mutter ihn umarmt und er ihren Kopf hält und ihre Stirn küsst. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild eigentlich. Jetzt sagt Ahmed Mansour, den Tweet hat er mittlerweile gelöscht, aber der war ziemlich lange online, bei aller Liebe zu den Müttern weltweit, diese Verehrung, man kann es schon als Unterwerfung bezeichnen, gegenüber den Müttern der marokkanischen Spieler, ist Ausdruck patriarchalischen Denkens und Erziehungsmethoden und muss psychologisch kritisch betrachtet werden. Ja, das habe ich gar nicht gewusst. Dann habe ich mir so ein bisschen umgeguckt und habe gesehen, scheiße, ja, das sind ja auch alles dann irgendwie Moslems wahrscheinlich. Ja? Also ich finde, das ist ein gutes Messi Beispiel. Messi mit seiner Mama und Ronaldinho mit seiner Mama. Und wer ist dieser Typ hier? Das ist so ein deutscher Spieler mit seiner Mama. Und Mesut Özil mit seiner Mama. Sehr gut. Mit Mutti. Ja, nee, daran merkt man, wie weit die Islamisierung des Abendlandes vorangeschritten ist, weil ich fahre morgen auch zu meiner Mutter zu Weihnachten. Also das ist schon krass. Du sitzt ja auch mit mir so oft in einem Raum, also das muss ja dann irgendwie... Färbt ab, ja. Ich bin ja nicht mal Moslem. Ich bin ja... Aber du bist Arab, das ist genetisch. Das reicht wahrscheinlich, ja. Aber dann, was dann wirklich interessant wurde, ist, also ja gut, jetzt ist Mesut Özil, dass der Moslem ist, das wissen wir. Messi, wissen wir auch, wegen Finger hoch. Ronaldinho, wusste ich nicht. Aber... Dann schaut mal, was der Ahmed Mansour gemacht hat, als der seinen Doktor gekriegt hat. Mama, ich bin Doktor geworden. Aber merkst du den Zusammenhang? Weißt du, was er ist? Er ist doch einfach nur so. Er kann halt nicht aus seiner Haut, ne? Deswegen ist er ja so kritisch. Ach so, mit dem Thema. Er ist selbstkritisch. Er sieht die Wahrheit direkt von seinem Standpunkt. Naja, also Spaß beiseite. Zwei kleine Kommentare hier. Einerseits ist es natürlich ganz klare Islamophobie, was man hier sieht. Allseits ganz normalisierte und völlig akzeptierte Praktiken, seine Mutter umarmen, die Mutter küssen und so weiter, Finger hochhalten. Dann beschreibt der Hamel das sogar mit, hey, sie haben ihren Arm angewinkelt und den Finger Richtung Luft gehalten und so weiter, als ob das irgendwie eine krasse Praxis wäre. Die werden sofort mit einem Verdacht belegt, sofort irgendwie mit Islamismus und Patriarchat und Unterdrückung und so belegt, einfach nur, weil die Typen Araber, Moslems sind und so weiter. Okay, das ist das Erste, das ist natürlich klar. Gleichzeitig merkt man dann, und das ist der zweite Teil, die Eskalation der antizionistischen Linie hier an allen Fronten. Das ist natürlich auch klar. Also sobald diese Palästina-Flagge gezeigt wird, wird hier ausgerastet, auch auf einem Niveau. In Israel wurde sich nicht so krass darüber aufgeregt, geschweige denn in den USA. Und dann ist natürlich die ganze Welt ausgerastet. Und dann müssen diese ganzen News-Einrichtungen dann auch irgendwie zurückrudern. Aber da merkt man halt schon, je härter Israel rechts rückt, je härter und je offener die Unterdrückung, die Ermordung, die Vertreibung, die Ausradierung da eigentlich stattfindet und dann auch öffentlich sichtbar wird, desto hysterischer und völlig irrational wird der deutsche Israel-Diskurs. Ja, und was ist eigentlich der Zweck? Das ist natürlich einerseits der Persilschein, den sich Deutschland einfach leistet, um die eigenen imperialistischen Ambitionen halt weiter fortzuführen und auch gerechtfertigt zu sehen, das geläuterte Deutschland. Deutschland ist zwar noch kein so richtiger Weltpolizist im Sinne von Team America, aber zumindest für die Sache Israel schon. Also da hat sie auch wirklich mittlerweile jedes andere Land auf der Welt überholt. Es gibt nicht mal die USA, die früher natürlich immer so als der Weltbuddy Israels angesehen wurden, wird da so extrem wie Deutschland. Insofern, ja,
Deutschland definiert dann halt, was für Deutschland Juden sind. Eben jene Juden, die sich mit den reaktionären, nationalistischen, zionistischen Israel irgendwie in einen sehen. Und die werden dann verteidigt und alles, was dagegen irgendwie anspricht oder da Kritik bringt, muss natürlich niedergeschrieben werden. Interessant ist auch, dass die steigende Eskalation der Hysterie damit einhergeht, also sieht man vor allem in diesem Jahr, mit der extremen Remilitarisierung Deutschlands und dem Wiedererscheinen von, ja, wie soll ich sagen, so offen imperialistischen Ambitionen für Deutschland wieder ein großer Worldplayer zu werden und dort auch wieder militärischen Einfluss und selber einen militärischen Impact zu haben in der Welt. Ja, das, ich glaube, man kann diese Sachen nicht im Disconnect sehen. Ich meine, wurde schon erwähnt, dass es eigentlich ein ziemlich antisemitisches Stereotyp ist, Israel und Jüdinnen und Juden gleichzusetzen? Ja, absolut. Ja. Gut, dann ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Also ich habe es nicht erwähnt, aber nee, ich stimme dir zu. Genau so ist es. Ja. Das kann man nicht oft genug betonen, finde ich an der Stelle, dass man muss schon unterscheiden können zwischen einem Staat, der sich selbst als jüdisch bezeichnet und dem aber weder die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung jemals gefragt wurde, ob sie das jetzt irgendwie gut findet, das wurde nirgendwo abgestimmt, noch dass da die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung wohnt. Also Israel ist ein normaler bürgerlicher Staat, verdient auch normale Kritik, wie jeder andere Staat auch. Ich fände es ein bisschen seltsam, wenn das anders wäre. Und es ist auch seltsam, dass dieser Widerspruch in der eigenen Theorie oder in der eigenen Rhetorik bei den Leuten nicht erkannt wird. Also da scheint irgendwas Größeres hinter zu sein. Täterenkelpsychologie. Vielleicht noch mein letzter Senf zu der ganzen deutschen Israel-Fetischisierung. Es ist ja praktisch, dass man nicht gerne über die Verbrechen des eigenen Nazi-Opis redet, aber dann halt die eigene deutsche Schuld sozusagen ja, auf die Palästina projiziert. Mhm. Und dieser Prozess ist medial, diskursiv, komplett radikal im Gange in den deutschen Medien. Mhm. Das, glaube ich, erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum die dann immer den Ton anziehen und noch irrationaler, radikaler eben Israel unterstützen, je offensichtlicher die Menschenrechtsverletzungen dort werden. Ja, es ist ja tatsächlich so, es gibt ja generell einen Trend auch in Deutschland zu mehr Repressionen, mehr Einschränkung von Meinungsfreiheit etc. Dass jetzt mit diesem neuen Knebelgesetz, dass man Kriegsverbrechen nicht anzweifeln darf öffentlich, und sowas. Und ich glaube, es war die Innenministerkonferenz. Ich habe es im Augenwinkel bei dir schon auf dem Display das kann schon ich auch mal zeigen. Das finde ich extrem wichtig. Ich meine, es geht inzwischen so weit, dass sie, soweit ich weiß, sie wollen das Zeigen von Karten von Palästina unterbinden. Und irgendwo ist dann halt der Punkt erreicht, wo es vollkommen wahnhaft wird. Und es ist wirklich interessant, weil der bürgerliche Staat, in dem wir leben, macht, also munitioniert sich an allen Ecken und Enden, um jeden Dissens zur Not auch mit Gewalt auszuschalten. Das ist echt ziemlich krass gerade. Ja, ich habe da so eine kleine Zusammenfassung. Ja. Ich finde also palästinensische Menschenrechte, das ist eine rechte Medienkampagne im Endeffekt. Da wird eine rechte Medienkampagne angehauen von der Innenministerkonferenz gegen palästinensische Menschenrechte im Endeffekt. Da wird Amnesty International als antisemitisch beschimpft von der Innenministerkonferenz. Und wie gesagt, es wird überlegt, Karten vom historischen Palästina zu verbieten. Also wirklich Karten, die irgendwie zeigen, wie das Palästina früher aussah. Da sind wir schon angekommen. Mhm. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.